Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Zum Hammerlock DLC. Gleich vorab, ich sag's jetzt extra am Anfang, das hier wird ein langer Part. Sprich, Schüssen 35 bis 40, es können auch 45 Minuten sein. Ich möchte langsam mal nämlich auch schneller durchkommen. In Anführungszeichen soll das heißen, ich will ja so viel wie möglich in weniger Parts machen quasi. Und daher Borderlands echt ein großes Spiel ist, ein sehr großes Spiel. Und ihr jetzt schon gesehen habt, da ich mittlerweile bei, ja, gut und gerne 300 Parts bin. Was nicht gerade förderlich ist fürs, ja, wir spielen es mal eben schnell durch. Ja, würde ich sagen, machen wir einfach mal ein paar mehr Parts stattdessen. So. Das heißt natürlich, ich werde alle Nebenmissionen so schnell wie möglich machen. Ich werde alle Schwierigkeitsgrade so schnell wie möglich mir offen liegt machen. Und deswegen, ne, versuche ich jetzt auch immer fokussierter zu spielen. Und deswegen jetzt auch gerade mal, wie gesagt, ein langer Part. So. Achso, und im Übrigen, ich, ja. Versuche natürlich jetzt so schnell wie möglich diese Mission mit, ich mag meine Monster bedroht, so schnell wie möglich zu erledigen. Wir haben jetzt schon 2 von 4 insgesamt. Das sollte erstmal ausreichen. Das ist jetzt nur der Dude, der mich nervt. Da vorne ist ein Vierbein. Ich glaube, es bringt sowieso mehr, wenn ich jetzt gerade hier aktuell erstmal zu Fuß herumlatsche. Da ich ja sowieso gesagt habe, langer Part. Achso, und übrigens, zu Fuß meine ich natürlich immer, wenn ich irgendwie in Nähe von Monsterbereichen bin. Ich muss das mal anders alles erläutern, das wird sonst ganz furchtbar, die Erläuterungen. So. Da habe ich einen Volltreffer gelandet. Irgendwie. Keine Ahnung wie. So. Jetzt gucke ich zuerst hier nach den rosanen Viehzeug. Da, also das, was noch, ja, 2 Stück benötige. In der Hoffnung, da ich auch direkt 2 finde, natürlich. Also in grandioserweise möchte ich mich natürlich für alle Parts, wo es ruckelt, Stillstand oder Bilddiaschose sich entwickelt, entschuldigen. Ich nehme extra schon mit OBS auf, da Herr XSplit Probleme gemacht hat. Ihr erinnert euch daran, dass gerade da das Problem war, mit dem ganze Tonspuren gefehlt haben zum Beispiel. Jedenfalls versuche ich das jetzt so wie gut wie möglich zu vermeiden, solche Sachen halt. Wie gesagt, fehlende Tonspuren und so. Jetzt ist halt das Video davon betroffen, leider Gottes. Halb so schlimm, lange Rede, gar keinen Sinn. Oder kurzer Sinn. Ich werde jetzt gucken, sobald ich meinen neuen Rechner habe, dass das nicht mehr eine Tagesordnung ist, also sprich Parts, die irgendwie ruckeln und Co. Was ist? Ach da. Ja, und dann muss ich mal gucken, was ich dann noch die Tage, bevor ich die neuen Rechner habe, so mache. Grandioserweise fehlen mir jetzt noch 200 BZW, knapp 300 Euro. Kollege legt 150 rauf, das heißt, es fehlen noch 200. Von meinem Bruder kriege ich noch 100, weil ich das jemandem vorgestreckt habe. Und ja, also er ergänzt quasi das, was ich jemand anderen geliehen habe, könnte man sagen.
Wo war ich hier geblieben? Ah ja, genau. Und dann kriege ich noch für Zimmer in Ordnung bringen, daher ich ja noch leider Gottes daheim lebe. Von meinem Vater auch nochmal ein 100er. Das heißt, alles allein, ich habe das Geld schon zusammen. Das heißt, ich fokussiere mich jetzt so drauf, da ich den restlichen Kram, den ich jetzt noch hier herumschwören habe, den ich nicht brauche, verkaufe, um so nochmal ein bisschen was rauszuholen, was ich dann in Upgrades stecken kann, in Anführungszeichen. Sprich, ich kann dann statt ein Basic-PC, wie da ist, also Basic-Gaming-PC, einen etwas besseren Basic-PC draus machen. Also eine höhere CPU, mehr RAM und hast du nicht gesehen halt, ne? So, Langrede, kurzer Sinn. Ich freue mich einfach. Ich bin fast an meiner eigenen Spucke erstickt. Das hasse ich. So. Achso, warum ich das übrigens jetzt gerade gemacht habe, das Viech da zu provozieren und dann auch noch zu beseitigen, ist ganz kurz und einfach erklärt. Ich wollte einfach, ja, dass das quasi als nicht mehr vorhanden gewertet wird und somit irgendwo anders ein neues spawnt. In der Hoffnung, dass es natürlich ein gesleckte Spore wird. Und es ruckelt gerade trotzdem ein bisschen, ne? Ich merke das gerade selber, Leute. Ah, jetzt läuft wieder. Eventuell muss ich, ja gut, erste Aufnahme der Aufnahmesession. Eventuell muss ich aber trotzdem gleich mal ganz kurz in die Grafikoptionen und nochmal das eine oder andere runterstellen mittlerweile. Grandioserweise wird das dann später auch nicht mehr das Problem sein. Oh Gottes Willen. Übrigens, freut euch über solche Let's Plays wie Witcher und so. Die werden dann dementsprechend logischerweise, daher ich dann mehr Leistung habe, auch kommen. Seht ihr, und das ist das, was ich meine. Kaum tauchen rechts von mir massig Gegner auf. So, 4 Stück reichen in dem Fall. Oder 5. Dann ist das Spiel so mit Rechnen beschäftigt, dass es grandioserweise hängt. So. Ich überbrücke für mich das jetzt mal mit einem Schluck zu trinken. Flüssigkeitsaufnahme ist ja trotzdem wichtig. So. Das ging sehr schnell. So. Wollte mal überlegen, ach ja genau, Rosanna Brox. Ah, dieser Skorpion fehlt ja auch noch, der eine. Das weiß ich aber immerhin, wo man den kriegt. So ist das nicht. Zusätzlich muss ich gucken, da ich den zwei Sporen kriege, gesleckte, ne? Oh, das wird noch ganz grandios in dem Part heute. Geradezu, weil ich ja das so richtig systematisch ansteuern kann. Ich kann sagen, hier jetzt kommt das und das und ja, es wird dann auch passieren. Und ja, ich weiß, ich lispel gerade wieder ein bisschen. Oder nuschel. Das ist aber, ich versuche zu vermeiden, gegen meinen Bildschirm zu spucken. Ich muss mir mal, glaube ich, einfach einen Mundschutz holen, dann halte ich das Problem auch nicht. So, dann wäre das erledigt.
Ja, ich gehe einfach hier runter zurück. Das geht jetzt am schnellsten gerade. Wir haben hier eh keine gefleckte Spore, also Spore, daher ist das wurscht. So. Ach ja. So, das heißt, die gesteckte Spore und die zweibeinigen Drifters. Soweit ich mich erinnere, habe ich für die Drifters am längsten gebraucht. Na, jetzt habe ich schon zwei davon. Nee. Das sind ja 6 Stück, die wir brauchen, ne? Ah, das wird dann ja doch lange dauern. Ich dachte jetzt so, ja gut, dann brauche ich ja jetzt nur noch 2 mehr, aber nee. 4 mehr brauche ich insgesamt. So, jetzt muss ich aussteigen, weil die anderen sich nur, wenn ich ein bisschen gezielter schieße. So. Noch hier wieder dasselbe Thema. Den provozieren, beseitigen, um halt Chance auf mehr gefleckte Sporen zu haben. Ich brauche Munition, dringend! So. Das reicht erstmal, jetzt können wir hier rein. Und ihr seht schon, wir können jetzt sehr viele Drifter in sehr kurzer Zeit erledigen, einfach weil wir relativ flink uns halten. Also dranhalten, von einem zum nächsten zu fahren und zu erledigen. Ich glaube, den haben die jetzt hier gerade auf die Schnelle so erledigt. Der kam ja hier von hinten angestackselt. Oh, war das gerade ein Hinweis, was ich demnächst wieder zocken werde? Ja, ich werde jetzt dann doch bei der Stelle, wo ich momentan Raymond drin habe, auf Staxel rüber wechseln. Einfach schon der Sache zu schulden, dass ich momentan, ja, wenn ich Raymond nicht schaffe, einfach was anderes spielen möchte. Und Staxel kapiere ich ja immerhin. Und das halt instant, könnte man sagen. Und da brauche ich auch kein Lehrbuch oder so, wie ich den Boss zu besiegen habe. Also es kann sein, dass ich dann quasi, um es nochmal deutlich zu machen, Raymond pausiere. Werde ich aber nochmal in einem späteren Part bei Raymond auch erwähnen, sofern ich da wirklich merke, dass der Kampf schief geht. Also sprich, ich den Kampf nicht packe. So.
versuche jetzt, wie gesagt, ein bisschen Augen offen zu halten, damit ich immer sehe, was ich mache. BZW machen kann. Ich kann jetzt aber, wie es scheint, erstmal nur rüber zum Skorpion-Kram und da weitermachen. Zusätzlich kann ich ja dann nochmal gucken, ob ich... Ach nee, das geht ja gar nicht. Oder? Sind da Sporen? Ich weiß gar nicht, ob da Sporen sind, aber wenn da Sporen sind, kann ich da auch nochmal geguckt haben. In den Augenblick. Wie ich wieder zurückkehre. Und weiß dann auf jeden Fall, dass da auch gesteckte Sporen sind. Aber ich merke jetzt, was man immer meint, wenn man als Gamer ein bisschen nachdenkt und aufpasst, dann lernt man, was im Spiel so passiert und kann auch systematisch es nutzen. Und Alter, lispel ich gerade. Ich merke selber gerade. Ist gerade auch ein bisschen anstrengend für mich. So. Wie dem auch sei. Einfach mal den Speicher eingesogen. Und fertig hat sich. Gehen wir jetzt rüber, kümmern uns um den einen Skorpion-Ding, was noch fehlt, und kümmern uns dann im Folgenden um die letzten vier Zweibeindrifters und die letzten zwei gesleckten Sporen zu erledigen. Grandioserweise hoffe ich, dass das auch alles so hinhaut, ne? So. Ne, genau, hier gab es keine Sporen. Hier gab es nur die Skorpione. So, ist voll nervig. Na, wie dem auch sei, immerhin gibt es hier eine höhere Wahrscheinlichkeit als bei den anderen Maps, die ich so offen habe. Schön, ja, davon muss ich auch noch 10 Stück zerstören. Oder so ähnlich. Was das? Kann ja mal ganz kurz gucken nach den Badass-Ding. Genau, Hammerlock-Jagd, Entschuldigung. Genau, Luftkissen. Da brauche ich noch 7. 7 Stück brauche ich noch. Und Vorakidos, der Unbesiegbare, den muss ich, ja, oft genug noch zerstören. Ah, hier, jetzt verstehe ich das. Drachenfestung, okay, gut. Töte Zwerge, töte Spinnen. Da brauche ich noch 45. Das mache ich nachher mal. Töte Imitatoren. Triants, Zauberer, Drachen. Ritter habe ich schon durch. Golems. Ja gut, das... Ja, dann habe ich ja noch einiges zu tun. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal an diese Sachen so langsam ranmachen auch. Damit ich die als erledigt weiß. Ah, scheinbar, das kommt gleich von der anderen Seite wieder. Komm schon. So. Jetzt sind nur noch 6 Stück. Ach, grandios. Jetzt hängt es mal wieder. Ach ja. Kein Wunder, ich habe vergessen, die Grafik nachladen zu lassen, ne? Okay, egal.
So, komm schon. Hier ist doch das Krieg immer so hold. Komm schon. Na gut, ein einziges Iridium immerhin geholt. Was natürlich auch grandios ist, aber nicht das ist, was ich wollte. Somit heißt es für mich wieder eine Schnellreise zu machen wahrscheinlich, ne? BZW, nein, halt, stopp. Wir brauchen keine Schnellreise, wir müssen nur... Jetzt muss ich grandioserweise da erstmal hinfahren. Hier rechts rum und dann runter, da sind ja auch noch welche und da kann ich auch noch eine Reise machen. Grandios. Also notfalls, wenn jetzt keiner auftaucht. Von diesen Schweiflosen. So. Wow. Hat er mich echt noch erwischt? Was ist bei dem? Grandios. Nee, das ist das Falsche. Zu dem wollte ich gar nicht. Aber ist ja auch egal. Wir können ja zum Glück vielleicht einfach dann hier zumindest mal verkaufen. Herzlich willkommen, Kunde. Moment, hier. Und jetzt muss ich mal gucken, zusätzlich, wo eine Schnellreise möglich wäre. Da hinten wäre eine Schnellreise möglich. Dann renne ich einfach ganz flink mal über die Map. Grandioserweise bringt das das über diesmal was. Weil da hinten sind ja so oder so auch nochmal Skorpione. So. Hier sind nämlich nur die Boroks. So. Einen lasse ich mich hitten. Weil dann werde ich ein Stück schneller. Und immer mal zwischendurch sich hitten lassen durch. Natürlich nicht von denen, die einen ja, ausbremsen. Das wäre dann wiederum ja nicht so gut. Warum gehst du schon? Wow. Total begeistert, wie die auf mich fokussiert sind. Egal. Ah, hier, haben wir ihn doch. Schön, dann brauchen wir gar nicht weitergehen. Dann können wir jetzt gleich mal zurück. Und grandioserweise dafür sorgen,
Ja. Dass wir die restlichen kriegen, die wir noch brauchen. Jetzt muss ich kurz überlegen, was war denn da noch? Oder was liegt noch offen? Ne, das liegt alles auf einer Map. Das ist sehr schön. Super, ja, 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 genau. Schieß mich weiter an. Oh, treff mich doch noch einmal. Danke. Das soll nämlich bis da vorne einigermaßen reichen. Diese Klappe irritiert mich halt immer noch hart. Gut, geschleckte Spore könnte man auch hier schaffen, das weiß ich. Aber Wahrscheinlichkeit ist auch 1 zu 1 Million gefühlt. Zumindest hier auf der einzelnen Map. Also, Trifter, Zweibeinige und geschleckte Sporen. Das sind jetzt die zwei eventuellen Aufhänger, woran es dann scheitern könnte. Betonung liegt auf könnte. So. Warum mache ich jetzt übrigens auch einen langen Part? Das solltet ihr eigentlich wissen, theoretisch. Weil grandioserweise dann dementsprechend die Chance gut steht, dass man mehr bei rumkriegt. Oder rauskriegt. So. So, es fehlen noch die... Ja, genau, trifft das um die Sporen. Das ist, irgendwie geht das doch ein bisschen schneller, als ich es in Erinnerung habe. Oder ich habe halt grandioserweise beim letzten Mal einfach echt so ein bisschen ausgelaucht und keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt. Da ich grandioserweise das einfach verpennt habe. So ist es zumindest erklärbar, ne? So. Ich glaube, geschleckte Sporen hatte ich eigentlich relativ schnell auch durch. Stimmt, und dann war es halt nur noch die Trifters, die mir richtig auf den Keks gegangen sind. Oh je, Mini. Na, das wird dann ja heiter. Selbes Thema wie jedes Mal. Beseitigen, damit ein neuer spawnt. Oder neuer spawnen kann. Weil auch wenn er nicht derselben Gattung angehört, also gesleckte Spore, blockiert er halt die sprachlich bekannte gesleckte Spore. So. Treffer.
So. Die schönen kritischen. Wie ihr seht, wieder auf so einen der Pickel quasi, nenne ich ja immer noch. So kann man halt wirklich dann sagen, okay, mach's mal richtig Crit-Schaden. So, aber jetzt müssen wir zusehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch 4 offen von den 2-beinigen davon. Aber da müssen wir dann auch gucken, dass natürlich der Respawn-Zyklus viel schneller geht. Eventuell muss ich wieder mit den Speichern arbeiten. Also speichern, wieder rein und so weiter. Bis dann grandioserweise der Richtige rauskommt, weil... Sprich, ich auch nicht lange laufen muss vielleicht. Wäre noch am besten. So wäre es am grandiosesten sogar. So, Entschuldigung, fürs Knacken musst du ganz kurz sein. Und da ist schon 2 Beine, ja, den habe ich jetzt auch schon gesehen direkt. Also nicht der hier, den ich jetzt mache, den will ich nur beseitigen, damit ich nicht überfordert bin mit 2 auf einmal. Ach nee, das war ein 4-beiniger. Sah nur eben wie ein 2-beiniger aus, weil ich zu perfekten Winkel gelaufen bin oder... Oh, grandios, ein Abpraller hat ihn erwischt. Richtig schön. Ja. So, grandios. Sowas von nervig, wie gesagt, die ganze Zeit die Viecher zu erledigen, aber muss man ja. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Ich habe bestimmt schon wieder Sachen zum Verkaufen und habe es noch nicht mal gemerkt. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Ja, sag ich doch. Bis bald, mein Freund. Was habe ich denn eigentlich sonst noch so an Missionen? Okay, grandios. Oh, ist nicht mehr viel. So. Lass ich dich töten. Sehr schön, wir haben schon 7 Millionen gesammelte. So, da hinten liegen noch Sachen, ne? Dann lauf wieder mal so hin.
Aber er hat zum Glück jetzt mittlerweile so eine Art Schnellreisesystem, so minimal hier auf der Map aufgebaut. Ach ja, grandios. So. Alles muss sterben. So, so, so. Passt auch ganz gut eigentlich, grandioserweise. Wie ist es eigentlich? Nö. Aber großartig. Wir erledigen die recht schnell. Können zusätzlich auch ziemlich viel Zeit dadurch einsparen. Weil, wie gesagt, das ja jetzt hier ein ganz langer Part ist. Gut. Grandioserweise darf der auch nicht allzu lang sein. Ich muss ja auch dran denken, dass ich ja ein bisschen Zeit reinstecken muss in die Verarbeitung. Klar, ich habe ein bisschen vorproduziert. Ah, das wird ja nochmal ekelhaft, wenn ich jetzt natürlich vorproduziere und zusätzlich längere Folgen mache. Ah, grandios, das muss ich im Wechsel machen. Das heißt immer mal eine Folge sehr lang. Dann wieder zwei etwas kürzere. Die habe ich gar nicht eingesammelt. Ja, das muss ich mal gucken, wie ich das mache. Oder zwei lange und drei kurze immer. Das passt eigentlich ganz gut immer, so von der Renderzeit auch. So oder so dann zwischen 3 bis 4 Stunden dran sitze beim Rendern, also macht alles keinen Unterschied mehr. Aber bitte wie beim Schneiden schon alleine ziemlich lange dran sitze. Ich akzeptiere nur Seraph-Kristalle. Geh und töte einen Wächter-Seraphen, Hochkammerjäger, dann reden wir weiter. Ja, super. Jetzt habe ich das folgende Problem, die Respawn-Zeit. Das ist noch nicht durch. Dann würde ich sagen, da ich langsam auch ein bisschen merke, wie mich die Müdigkeit einholt. Nein, Spaß. Ich werde jetzt einfach mal Part-Ende machen. Würde sagen, ich warte jetzt mal ganz kurz ab, bis hier wieder alles respawned ist einigermaßen. Und dann machen wir im nächsten Part weiter. Wie gesagt, lange Parts. 3 Stück werde ich jetzt machen, Minimum. Vielleicht sogar 4 Parts, ich muss mal gucken. Jedenfalls mehr in einem Part, dafür weniger Parts an der Zahl. So komme ich dann am Ende so um die 500, 600 Parts raus. Sprich, wenn ich dann alles mitgemacht habe, grandioserweise. So, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Und wir hören und sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.